Hallihallo, meine Lieben da draußen, ein herzliches Willkommen. Ja, ich bin, ihr habt ja gesehen, wie gesagt, ich bin ja hier rübergefahren und irgendwie ist es hier gerade ein bisschen komisch. Wisst ihr warum? Weil, ich glaube, hier steht ein Auto irgendwie rum. Ich habe aber gerade keine richtige Ahnung, was das sein kann. Was das irgendwie ist. Oh, scheiße. Eieiei. Das war falsch gerade. Irgendwie ist das ganz komisch. Was ist denn das? Das ist irgendwie ein Auto, oder? Wir müssen mal ganz vorsichtig rangucken. Mal sehen, was das ist. Mal ganz vorsichtig gucken. Ich sehe aber auch niemand. Aber da steht auf alle Fälle ein Auto. Wir gucken jetzt mal ganz langsam hin. Mal sehen. Ich sehe mal ja irgendwas. Bin ich aber ein bisschen gespannt. Es ist natürlich alles ein bisschen merkwürdig gerade. Jetzt langsam mal hingehen, mal sehen. Aber ich glaube, da ist auch niemand. Hier steht ein Auto, ja. Oh nein. Das ist ein schwarzes. Aber ich sehe niemand hier drin stehen. Drin sitzen. Oh nein, das ist ein schwarzes Auto. Eieiei. Oh, mir kommt gerade so eine Vision irgendwie. Muss mal ganz kurz Pause machen, warte mal. So, wir sind wieder da. Matze, grüß dich, guten Abend. Wir sind ja gerade bei einem mysteriösen Auto. Und irgendwie, meine Lieben, mir kommt da gerade irgendwie eine ganz komische Ahnung. Und ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was das für eine Ahnung ist. Das ist gerade irgendwie ganz komisch. Stationiert. Was war das jetzt? Ich muss jetzt mal Licht anmachen. QT. Da ist aber auf alle Fälle niemand drin. Das ist aber komisch hier. Und da muss er ganz sehr schnell hierher gefahren sein. Guck mal, hier sind ja noch richtig Fußspuren, sag ich schon. Hier sind ja noch richtig Reifenspuren. Wow. Oh, mir ist das gerade irgendwie zu gruselig. Mir ist das gerade irgendwie ganz, ganz gruselig. Was machen wir denn jetzt? Laura? Es ist irgendwie gerade ganz, ganz gruselig. Also irgendwie. Steht von vor allem, ist das so ein richtig gutes Auto. Das stand ja letztens schon mal da oben. Ich will mal gucken. Ich will mal gucken, ob man hier rein kann. Ja. Oh. Ja. Tür war offen jetzt. Hm,
Aber hier kann ich nichts erkennen. Wisst ihr was? Wir gehen morgen früh nochmal hierher und gucken nochmal, ob das Auto noch steht. Geh jetzt mal lieber zurück zum Traktor und fahr mal noch ein, zwei Schwaden rein. Und dann gehen wir lieber mal schlafen. Wir gucken mal, ob das Auto morgen früh noch steht. So, das ist natürlich echt gruselig, Leute. Also das ist richtig gruselig. Ich weiß auch gerade nicht so richtig, was ich davon halten soll. Weil ich... Oh, ich habe so komische Erinnerungen, so ganz komische... Ich weiß nicht, so ganz komische Sachen habe ich irgendwie im Kopf. Dann jetzt dieses... Nur mal diese Szene mit den Polizisten im Grünfelder Land und so. Ich weiß, dass da irgendwas mit schwarzen Autos war, aber ich weiß nicht mehr genau was. Ich weiß, dass wir vor den schwarzen Autos davon gelaufen sind. Dass wir irgendwie Angst hatten vor den schwarzen Autos. Ich habe keine Ahnung warum, aber irgendwie war da was. Ich weiß nicht mehr, was genau da war. Ich hätte Laura jetzt gerne hier. Aber wartet mal, nicht, dass das schwarze Auto was mit Laura zu tun hat. Und ich muss eins, sagt mal, hat Laura was mit den schwarzen Autos zu tun? Die irgendwie... Weil immer, wenn irgendwas Komisches passiert, ist Laura nicht da. Obwohl, nee, es war letztens auch, da war Laura mit dabei und da sind trotzdem komische Sachen passiert. Aber die hat mir ja letztens wieder was von so weisen Frauen erzählt. Das ist ja ein bisschen seltsam. Wo ich immer denke, hä, was für weise Frauen. Ich habe noch nie eine weise Frau hier gesehen. Weise Frauen versprechen meistens nichts Gutes. Also weise Frauen sind meistens nichts Gutes. Aber komisch, also hat vielleicht irgendwie... Vielleicht Laura da was damit zu tun? Das will ich eigentlich nicht glauben. Nicht meine Laura. Oder ist Laura was passiert durch das schwarze Auto? Warum steht hier in der DDR so ein neues, gutes, völlig abnormal für die DDR ordentliches Auto da? Das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Ich muss mich jetzt hier mit Arbeit ablenken, meine Lieben. Ich muss mich definitiv jetzt irgendwie mit Arbeit ablenken, weil sonst drehe ich jetzt hier gleich durch. So, ihr seht schon hier, wenn ich hier normal sitze, ich zitter ja schon richtig. Boah, mir ist das gerade irgendwie alles ganz unangenehm komisch. Und ich verstehe gerade die ganze Situation nicht. Okay, lasst uns mal überlegen. Also Laura nicht da. Und ich sehe so ein schwarzes Auto. So ein schwarzes Auto, wo ich noch weiß, dass uns das irgendwie im Grünfelder Land verfolgt hat. Und nicht nur eins davon, sondern mehrere. So, und jetzt ist die Frage, warum verfolgt uns das auch hier im Traum? Was hat es damit zu tun, dass wir im Grünfelder Land von schwarzen Autos verfolgt worden sind? Warte mal, mir fällt gerade was ein. Ist im Grünfelder Land Laura nicht sogar mal auch schon mal weg gewesen? Hat mich da nicht mal jemand angerufen wegen irgendwelchen, wenn du sie wieder haben willst und nichts verraten und das so Schnipsel im Kopf irgendwie. Ich will jetzt gar nicht mehr dort hinten hinfahren. Ich glaube, ich fahre jetzt nur noch hier vorne rein. Das ist das erste Mal, dass ich echt ein bisschen Schisse habe, muss ich mal wirklich zugeben. Sonst habe ich es eigentlich alles als bisschen lächerlich abgetan, aber mittlerweile... Finde ich es ehrlich gesagt nicht mehr so ganz witzig. Irgendwie kommt mir das alles so seltsam vor. So ganz seltsam. Und heute Nacht hatte ich wieder so einen komischen Traum. So einen Traum, dass ich... dass ich wie einen Unfall hatte oder irgendwie sowas.
und mich an nichts mehr erinnern kann. So, das würde ja, sage ich mal, jetzt zu meiner Situation jetzt gerade passen, weil so richtig erinnern an irgendwas kann ich mich nicht. Ach man, wenn nur Laura jetzt da wäre. Mir lässt es jetzt auch gar keine Ruhe. Mir lässt es gerade keine Ruhe, dass dort so ein Auto steht. Wir müssen doch da was machen. Oder ich muss, aber ich kann jetzt alleine, kann ich gar nichts ausrichten. Ich kann alleine überhaupt nichts machen. Was will ich jetzt machen? Was will ich da jetzt alleine machen? Ach, das ist jetzt eine ganz schwierige Geschichte. Warum müssen solche Sachen immer passieren, wenn Laura nicht da ist? Das ist halt schon auffällig, muss ich zugeben. Also irgendwie, irgendwie verstehe ich es nicht so ganz. Ich habe jetzt irgendwie gerade ein bisschen Angst, dass jetzt übers Feld einfach irgendjemand gerannt kommt und mir irgendwas antun will. Was ist, wenn derjenige Laura was angetan hat? Eigentlich müssten wir mal wirklich hier im Wald überall suchen. Nicht, dass die irgendwo jetzt verletzt rumliegt oder so. Was machen wir jetzt? Mir ist es zu blöd, jetzt auf irgendwas zu warten. Ich kann nicht. Wisst ihr, was wir machen? Ich weiß, was wir machen. Wir fahren jetzt noch diese eine Fuhre rein. Und dann laufe ich über das andere Feld mal durch den Wald durch. Ganz leise und ganz langsam. Vielleicht kann ich ja irgendwas erkennen. Vielleicht finde ich ja irgendjemand, irgendwas. Oder irgendwen, irgendwie. Also auch wenn ich muss es euch sagen, ich kriege mir hier fast ein, ne, vor Angst gerade. Aber ich kann jetzt nicht tatenlos da sitzen. Was ist, wenn Laura irgendwas passiert ist und ich mache nichts und ich finde die dann irgendwann irgendwo am Feldrand liegen? Das geht ja auch nicht. Das ist ja grauenhaft. Also die Vorstellung ist furchtbar. Ah, jetzt müssen wir mal gucken. So, ich mache das jetzt hier ganz schnell leer, dann mache ich den Traktor aus. Und jetzt laufe ich mal rüber ans andere Feld. Jetzt gucken wir mal. Und sobald ich drüben bin, ja, sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, meine Lieben, wir sind wieder da. Die Arbeiter, die arbeiten hier immer noch. Ich mache jetzt mal so ein bisschen... Mache jetzt hier mal so ein bisschen das Licht aus. Nee, das geht aber nicht. Ich muss hier ein bisschen geduckt laufen, auf alle Fälle. So, jetzt gucken wir hier mal, dass hier irgendwas passiert. Hier ist schon mal niemand. Das ist schon mal ganz gut. Das ist schon mal echt gut. So. Habe ich nicht gelesen. Habe ich gerade nicht gelesen. So, machen hier mal kurz das Licht aus. Das sind nämlich die Arbeiter. Den will ich nicht so richtig begegnen. So. Oh, ich kriege gerade so Kopfschmerzen. Ich krieg gerade so extreme Kopfschmerzen. Das ist stationiert, sag ich mal. Gucken Sie mal hier. Was war das jetzt schon wieder? Oh, irgendwie mit den komischen, mit den Autos irgendwie was. Aber ehrlich gesagt, Leute, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Ich glaube, ich habe mich jetzt verlaufen. Scheiße, wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich jetzt rausgekommen? Hm.
Ah, hier ist das Feld. Okay, alles gut. Ah, mit der Erinnerung, ja. So. Oh, hier ist ein Weg. Ah, hier ist unser Feld. Okay. Hier mal weiter. Und jups. Aber hier ist nix. Hier ist gar nix. Ich hoffe ja. Ich hoffe ja, dass ich niemand hier jetzt finde. Das wäre ein bisschen Rotze. Ich hoffe, dass ich hier niemanden finde. So. Da vorne was? Nee, das war das Flugzeug. Okay. So. Bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt fast beim Auto? Ich war noch nie hier in dem Wald. Aber hier sieht es jetzt nicht so aus, als wenn irgendjemand schon mal hier gewesen wäre. Äußerst komisch. Meine Taschenlampe ist natürlich auch sehr hell, ne? Wenn mich jetzt gerade jemand finden will, dann findet der mich auf alle Fälle. So, wir müssen auf alle Fälle hier ganz langsam mal durchgehen. So, ich hoffe, dass... Laura! Laura! Bist du hier? Ich glaube nicht, dass irgendwie... dass Laura jetzt hier ist. Muss ich mal kurz hier rausgehen. Ich will mal gucken, wo wir jetzt gerade sind. Ah, ich bin noch ein Stück weit weg vom Auto. Okay. So. Oh, hier gruselt's mich extrem. Dunkle Nacht. Ich muss hier auf alle Fälle mal ein bisschen das Licht noch ausmachen. Hier vorne leuchtet doch was, oder? Oh, wartet mal, hier vorne, hier? Ah, nee. Hier geht's raus aus dem Wald. Okay. Äußerst merkwürdig ist das hier alles. Äußerst merkwürdig. Ich verstehe es nicht so ganz. Komisch, komisch, komisch. So, also bis jetzt habe ich zum Glück noch niemand gefunden. Und da bin ich sehr froh drüber. Muss ich zugeben. Hey, hier liegt auch niemand. Okay, naja gut. Es ist ja schon mal ganz in Ordnung, wenn hier niemand liegt. Aber so richtig verstehe ich es noch nicht ganz. Warte mal, hier vorne. Vorne liegt doch was. Ja, hier liegt eine Jacke. Hier liegt eine Jacke, hier liegt Lauras Jacke. Stationiert, sag ich mal. Oh, gucken Sie mal.